Begleite den Sergeant. Jetzt heißt es auch für Wii-Besitzer, auf in den Kampf. In Call of Duty 3, das inhaltsgleich zur bereits erschienenen 360-Version ist, kämpft ihr in 14 Missionen gegen die deutsche Wehrmacht und versucht, euch bis nach Paris durchzuschlagen. Im Verlauf der Geschichte schlüpft ihr in die Uniform unterschiedlicher Soldaten. Hier sind wir gerade als britischer Soldat dabei, den französischen Widerstand zu unterstützen. Wir schleichen uns gerade an einen unaufmerksamen deutschen Soldaten heran, um ihm per Fernbedienung den Helm zu verbeulen. Helfen Sie ihm, Doyle. Leise. Ja, los geht's! Um Call of Duty 3 zu spielen, benötigt ihr die Nunchuk-Einheit und die Fernbedienung. Mit der Fernbedienung zielt ihr auf Feinde und bestimmt die Blickrichtung eures Soldaten. Der Nunchuk bestimmt die Laufrichtung und kommt zum Einsatz, wenn ihr euch ducken oder springen wollt. Weiter zu dem Geschütz! Um erfolgreich zu sein, solltet ihr euch außerdem angewöhnen, mit dem A-Knopf der Fernbedienung über Kimme und Korn zu zielen. Eure Waffe verdeckt dann zwar das Bild, dafür wächst die Trefferausbeute immens. Neben Massenschlachten auf freiem Feld erwarten euch auch intensive Häuserkämpfe, bei denen einige Ungenauigkeiten der Wii-Steuerung zum Tragen kommen. Während ihr im offenen Gelände hervorragend manövrieren könnt, benötigen die engen Gänge von Häusern und Scheunen deutlich mehr Feingefühl. Andernfalls bleibt ihr im entscheidenden Moment an einer Ecke hängen. Obwohl die Steuerung grundsätzlich funktioniert, gibt es auch ein paar kleinere Probleme. Da jeder Knopf der Controller-Einheiten belegt ist, seid ihr häufig gezwungen, euren Griff zu verlagern. Um eine Granate zu werfen, müsst ihr zum Beispiel mit der Fernbedienung zielen, dann das Digi-Kreuz betätigen, um die Granate vorzubereiten und danach dann das Digi-Kreuz erneut betätigen, damit die Granate geworfen wird. Wer hier nicht verreist, ist ein echter Profi. Etwas anstrengend sind die Nahkämpfe mit gegnerischen Soldaten. Schafft es ein Gegner, sich euch auf Nahkampfdistanz zu nähern, müsst ihr die Fernbedienung und den Nunchuk quer in die Hand nehmen und abwechselnd vor- und zurück bewegen. Leider werden gerade diese Bewegungen unsauber abgefragt, weshalb die Kämpfe lange dauern und ihr alles tun solltet, um eben jene Nahkämpfe zu vermeiden. Im Gegensatz dazu funktioniert die Jeep-Steuerung ganz hervorragend. Um wie Schumi durch Frankreich zu brausen, nehmt ihr Nunchuk und Fernbedienung senkrecht in die Hände und bewegt eure Arme dann so, als würdet ihr ein echtes Lenkrad festhalten. Insgesamt kann ich sagen, dass Call of Duty 3 auch auf dem Wii viel Spaß macht. Die Optik ist gelungen, kann aber nicht mit der 360-Version mithalten. Dafür bekommt ihr dank der Wii-Steuerung ein sehr intensives Spielgefühl, das vom dramatischen und heftig rumsenden Sound bestens unterstützt wird. Ich hab eine! Neues Magazin!